Servus, lieber Kadins, und am Touch willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. Wir sind hier immer noch in der Neon Mixtape Tour, haben im letzten Part uns gegen Breakdance Zombies behauptet, haarige Gargantuen besiegt, die extremst waren, und mussten uns gegen Rapid Zombies durchschlagen. In ein paar recht angenehmen Leveln. Sie waren knackig, aber jetzt nicht so schwer, dass man sagen könnte, es tat weh. Wir sind hier bei Level 21 und kriegen danach den Sporenpilz, der schon aussagt, dass er neue Sporenpilze sprießen lässt, sobald der Zombie besiegt worden ist. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt in dem Level schon auftaucht. Normalerweise ist es immer so ein Vorankündigungslevel bekommt. Und ohne groß jetzt viel herumzuschwafen, würde ich sagen, wir starten damit gleich. Eine Sache von ab. Ich bin euer Kadia Supreme. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Kommt auf meinem Kanal vorbei, schaut mal vorbei, wenn ihr möchtet. Und genießt die Unsinnigkeit meiner skilllosen Zockerei. Manchmal. Meistens. Na, immerhin wieder. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal den ganzen Spaß in 3, 2, 1. Okay, da war ich da. Das muss ich noch ein bisschen üben im Schnipsen. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier so erwartet. Wir müssen verhindern. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Das Zombies die Blumen zertrampeln. Okay, an meine ganzen Blümchen gekalle ran, Freunde. Sonst reißt euch den Kopf ab. Oh, ja, genau. Ja, und wir kriegen gleich den Heavy Metal Gargantua vorgesetzt, die Arschgeigen. Ja, geil. Plus die Reppe. Oh, shit, ey. Oh, das ist böse. Gut, alles klar. Dann machen wir das, wie wir das die ganze Zeit schon gemacht haben. Ich würde aber jetzt ganz gerne, wir nehmen den Glitchleaf mit. Unser guten Gumbert. Was ich auch ganz gerne mitnehmen würde, ist die Unendnuss und den Eigentümern. Der wird wichtig sein jetzt. Wir nehmen den Knoblauch mit und... Obwohl, sollen wir den Knoblauch mitnehmen? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ich brauche auf jeden Fall den Magnetpilz. Dann lassen wir den Knoblauch draußen. Ich hätte gerne die Stinkblüte mit dabei. Weil wir werden jetzt voll durchholzen mit unseren... Na, unsere Blitzschliefen. Zumindest versuche ich es mal. Es kann auch sein, dass es voll daneben geht. Wir werden es sehen. Okay, starten wir mal den ganzen Spaß. Die Blumen sitzen ziemlich weit hinten. Das ist auf der einen Seite gut für uns. Okay. Mal schauen, was zuerst kommt. Wenn jetzt sofort direkt ein Heavy-Metal-Gargantua kommt, ey, dann breche ich sofort ab. Nein, also ich breche das Game ab, sondern dann breche ich ab von meiner Seite aus, weil dann kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Das kann nämlich sonst sehr tragisch enden. So, genau. Und direkt zwei auf einen Schlag, Alter. So, perfekt. Den kann Gumbert schon mal erledigen. Den da oben, den kriegt er so klein. Jetzt brauche ich aber erstmal noch Sonnen. Ja, ist klar. Ja, genau, Alter. Geil. Das ist natürlich leicht dezent problematisch. So. Den müssen wir gleich köpfen, ansonsten ist es nicht geschockt. Ah, geil, das macht der Magnetpilz alleine. Sehr schön. So, jetzt brauche ich noch Sonnen. Mit Eigentümern heben wir uns auf. Vergiss es. So, perfekt. Da helfen wir jetzt mal ganz geschickt danach. Dürfen wir in Unschuld die Blumen kommen. Das ist das Einzige. Alter. Okay. Ja, geil. Gut, das bringt nichts. Und tschüss. Bevor es jetzt hier total eskaliert. Das muss ich mir jetzt gerade nicht gefallen lassen, weil das ist nämlich sehr gefährlich. So, da unten der. Der ist hinter dem, das ist gut für uns. Den können wir gleich ausknocken. Ah ja, obwohl wir knocken den so aus. Die verlangsamen wir nur. So, perfekt. Es wird knapp. Oh nein, Alter, diese dämlichen Breakdance-Zombies alle. Da hat er den Gaga. Hat er dem gerade eben in den Arsch getreten? Hat er dem wirklich eben in den Arsch getreten, dass der voranfliegt? Kann auch sein, dass ich mich eben verguckt habe, aber es sah wirklich so aus, als hätte dem einfach so einen Roundhouse-Kick in den Arsch reingefeuert. Na gut, okay. So, das war jetzt letztlich die optimale Lösung. Ja, und da hat mich die Werbung einfach mal unterbrochen. Also, das war jetzt eben nicht gerade die optimale Lösung, die wir gerade eben hatten. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu schnell agiert oder habe einfach nur zu unstrategisch gerade gedacht. Die Gargantuen sind ein Problem. Die tun weh. Okay. Die Unendnuss hat nichts getaugt. Dann lassen wir sie mal draußen und die Stinkblüte war nicht verkehrt. Wir nehmen den Pack Scheu rein. Und die Kirschbombe. Wir könnten aber auch theoretisch hingehen und könnten den, ja, für den Anfang wäre halt gut, ne?
Das ist schwierig. Sau schwierig gerade. Okay. Wie wäre es? Ja, nur der Blitzschief alleine wird es nicht überleben. Wir lassen mal den Blitzschief weg. Wir machen jetzt das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir nehmen Duplinatoren jetzt rein. Wobei das aber auch blöd ist, weil die zu teuer sind. Boah, Alter. Habe ich noch andere Möglichkeiten irgendwie? Stinkpilz. Wäre auch eine gute Alternative. Okay. Nehmen wir mal die Chili-Bohne mit, die hat man auch schon lange nicht mehr. Wir probieren es mal jetzt mal so. Okay. Sehr schön. Wichtig ist halt, dass wir am Anfang genug Sonnen haben. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht und habe zu wenig Sonne genommen. Ich habe keine Schusswaffe, habe ich gerade festgestellt. Nein! Verdammt, Alter! Geil! Ah, geil, das ist schlecht. Sehr schön. Nice. So, da habe ich mich jetzt natürlich sehr selbst ins Ausgeschossen gerade. Gut. So, perfekto. Gut dahin. Dann können wir hier nochmal geschillt aufbauen. Durch die Panke-Zombies. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich das jetzt geschillt geregelt kriege, dass wir das überleben, ohne irgendeine Schusswaffe zu gebrauchen, ey. Alter. So, Eigentümer haben wir ja. Hier gibt's erstmal auf die Fressleiste. So, sehr schön. Du kommst da oben hin. Wir haben ja noch die Kirschbombe zur Not. So, euch holt's mir gleich weg und tschüss. Okay, der Gargatur ist auf dem Vormarsch. Sehr schlecht. Dann mal den Thymian einsetzen und zwar genau jetzt. Alter, das war heftig. Okay, sehr schön. So, wir brauchen eine starke Verteidigung jetzt erstmal. Und zack. Nein, 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 nein. Fahr, nein, nein, hau ab, Alter. Wow. Geil! Okay, das ist also wir haben bis jetzt noch nie ohne Artillerie gekämpft. Das ist schon nice, jetzt erstmal sowas zu versuchen. Kann man vielleicht sogar zukünftig eine Challenge mal mit aufnehmen. Oh, und der nächste. Der gefällt mir nicht. Aber die Gang, aber die Gottesfäuste, die schlagen sich natürlich richtig gut, ey. Zack! So. Und tschüss. So, eine Gargatur. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, gut. Wenn jetzt alle mal durchkommen, ist jetzt das schlimm, aber der wird jetzt von Gumbet weggeknüppelt und dann. Bam, Baby! geil, Alter. Obwohl ich mich am Anfang so verzockt habe, haben wir es trotzdem gebacken gekriegt. Ich kack gerade ab, Alter. Nur mit den Fäusten Gottes und mit einem Magnetpilz. Wir haben wirklich nichts anderes gebraucht. Ja gut, die Kirschbomben halt, ne? Und den Eigentümern halt einmal. Aber das ist schon geil. Also der Eigentümern, der ist wirklich übelst, ey. Den werde ich mir auch für die Zukunft mal vormerken. Der kann wirklich in brenzligen Situationen wirklich einem den Arsch retten. So, der Sporenpilz geht jetzt uns, Leute. Hey! Okay. Zeige mir deine Macht, Sporenpilz. Zeige mir deine Macht. Sporenpflanzen, du musst die oder so, wenn sie sagen, ne? Gut. 5 Abenteuer-Level bestanden. Ne, haben wir noch nicht. Da haben wir gerade das erste gemacht. So, wie geil war das denn eben, ey? Hammerhart. Nur mit den Pack-Scheus, ey. Also, ich sage der Pack-Scheus übel. Das habe ich, glaube ich, schon so oft gesagt im LP. Unfassbar. So. Sporenpilz aus. Besiegten Zombies wachsen neue Sporen. Und jetzt kommt die Werbung. Jetzt. Ja, wie vorausgesagt. Alles klar. So, nächstes Level. Oh, Debbie. Debbie Deutsch. Sporenpilz, meine einzige Fähigkeit, Benutzer Dave. Wenn Sie einen Zombie besiegen, entsteht da, wo der Zombie fiel, ein neuer Sporenpilz. Holla, die Waldfee, sportlich diese Sporen.
Ja, die sind wirklich spottisch, diese Sporen. Wird total geil. So, was zum... Okay, was das jetzt ist, habe ich keine Ahnung. Also dieser Zombie, der ist mir ein bisschen suspekt gerade, weil der macht mir ein bisschen Angst. Nein, 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 nein! Oh, nicht schon wieder! Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon halten soll. Ich bin so perplex gerade, weil es einfach so geil ist. Aber der Zombie, der schiebt einen Arcade-Automaten vor die vorne. Ja, geil. Oder diese 8-Bit-Musik. Schön. Okay, das gefällt mir. Das finde ich nice. Das ist geil. So. Hat auch was. Aber sie kommen mir gerade echt gefälscht nach. Das ist nicht gut. So. Na. Die kommen mir wirklich viel zu gefälscht nach gerade. Aber die halten auch nichts aus anscheinend. Okay, sehr schön. Okay, da kommt ein Rapper-Zombie und da unten auch. Den müssen wir noch mit Schlamm ausschalten. Und ob der Arcade-Automat, wenn er jetzt steht, einfach noch eine Funktion hat, ist die andere Frage. Ey, was? Der Zombie ist ja mal geil. Das ist ein Arcade-Zombie. Ich nenne ihn jetzt Arcade-Zombie einfach, weil er einfach cool... Ich finde ihn lustig irgendwie. Frag mich nicht, warum. Er ist ja mal geil drauf. Der Arcade... Mieser Drecksack. Der ist ja mal cool, ey. Was haben die eigentlich für ein Special? Ja, war alles voll mit Spornpilzen. Alter, der Spornpilz ist ja auch nicht gerade zu verachten, ey, mein lieber Vater Schwan. Boah! Ey, der Spornpilz geht immer ab wie Rettich, ey. Mein lieber Mann, das ist nicht schlecht. So, euch machen wir jetzt mal so platt. Klatsch bei den Arcade-Automaten in die Luft gejagt. Ey, das Spiel ist halt einfach nur. Bam! Jawoll! Geil, ey, einfach nur geil. Das ist so geil. Ey. Ey, ich brich hier noch zusammen. Ey, ich sag ja, das Spiel ist ein Fiebertraum. Das ist Wahnsinn. Wer kommt denn auf so Ideen? Ist genial. Also, Hut ab an die Entwickler für diese. Heile Sache. Okay, das Happy Hip-Hop Regenbogen ein und Zombies auch mit am Start. Schön. Die jagen wir gleich mal in die Luft. Alter, alles nur Spornpilze hier. Die werden aber auch, denke ich mal, dementsprechend nach Kosten leider wahrscheinlich. Oh, das ist schlechter Umschlaghilfen. Zack. Jawohl. Ich gehe davon aus, dass die wie die Frosties sind. Das, mit ihr besiegen, schieben die den Automaten einfach über unsere Pflanzenknaden los, glaube ich. Aber das ist böse, wenn die da mitmachen und da die ganze Zeit diese 8-Bit-Zombies, das... Boah, da wurde schon cooles. Alter Schwede. Boah, voll brutal, ey. Einfach nur brutal. Und... Bäm! Boah. Ja, direkt vollgerotzt, Alter, mit der Kirschbombe, das ist so genial. Sehr schön. Das ist aber gefährlich. Die spawnen viel zu schnell. Geil. Also das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Es war ein Level, das hat mir mal richtig Spaß gemacht eben. Was einfach so random und einfach so geil ist. Der Spawnpilz, der ist ja übermächtig, finde ich, ey. Na gut, ob er sich noch für die Zukunft auch so übermächtig erweist. Ich meine, beim Lauersellerie habe ich ja auch gesagt, der ist geil. Im Endeffekt ist er eigentlich auch nicht so gut. Wird sich noch zeigen, aber ich finde diese Mechanik, dass die sich durch, wenn sie einen Gegner besiegen, die Sporen weiterpflanzen, geil. Das kann eventuell sogar hilfreich sein in manchen Leveln. Bei zu wenig Gegnern, bei zu vielen Gegnern. Da kann man auch schnell seine Verteidigung aufbauen. Gut, das werden wir gleich schon sehen, ob das der Tatsache entspricht. Den werden wir auf jeden Fall in der nächsten Runde einsetzen. Und dann schauen wir mal. Gleich nach der Unterbrechung. So, und da sind wir wieder mit am Start. So, willkommen bei Arcadia TV, dem Sender fürs sinnlose Fernsehen. Nein, Spaß. So, jetzt haben wir natürlich diesen 8-Bit-Zombie dabei mit den und denen. Das ist natürlich schlecht. Mir ist gerade irgendwas eingefallen. Wenn die jetzt die Automaten nach vorne kicken, alle, da haben wir die ganze Zeit Gegner in den vorderen Reihen. Okay, wir haben Eimer-Zombies. Und wir haben den Spornpilz, der kostet auch nur 150. Das ist gut für uns. So, Sonneblume, den Pak Choi, den hier. Und jetzt gehen wir mal in die Verteidigung. Jetzt brauche ich auf alle Fälle wieder Cornerpulte. Blitzschliefe lassen wir mal rau. Obwohl, Blitzschliefe nehmen wir auch mit. Und
So. Den Eigentümern. Ob der den Automaten jetzt auch klatsch teleportiert? Hey, beam mich weg, Scotty. Yeah. So, fänd ich gut. Gut, alles klar. Ich denke mal, so sind wir gut aufgestellt gerade. Wir müssen halt jetzt nur Acht geben, dass wir am Anfang jetzt auch ein bisschen was in die Verteidigung investieren. Und nicht direkt alles vollholzen, soweit wie es geht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir brauchen ja schließlich auch diese die Sonne. So. Zeigt mir, was ihr könnt. 8-Bit-Zombies, Alter. Ja, ich hab schon gehört, dass du am Kommen bist, Alter. Du Sau. perfekt. Jawohl. Einmal Blitzschliff dahin, dann sind die drei Reihen schon mal gesichert. Erstmal. So, sieht schon mal gut aus. Okay, da kommen die ersten Hip-Hop-Zombies. Aber das ist natürlich jetzt gut. Die treffen sich jetzt nicht. Okay, da Arcade-Zombie ist jetzt auch mit dabei am Start. Sehr schön. Boah, das ist mies, weil die einmal Zombies spawnen. Alter! Aber das Schöne ist, die wenigstens die. Deswegen habe ich schon den Plüschstiefel mitgenommen. Die ziehen da auch durch. So, einmal hier. Ah, geil, die klaut den sogar den Eimer, das ist gut. Ich habe schon Bedenken gehabt, dass es nicht so der Fall ist. Der Rebell-Zombie ist auch da. Okay. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das klappt schon mal. Der Eigentümer ist auch so bereit, soweit. So. Sehr schön. Ich setze mir jetzt da einen Cornerpult hin. Ich muss die auch vorne weg schon irgendwie beschießen können. Oh nein. Ah, jawohl. Mit dem Budex Dawn. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es das Maul. Direkt geköpft, Alter. Kaum im Einsatz und schon Feuer. Geil. Okay. Ja, da oben muss jetzt auch was geben. Da kommen auch noch ein paar Zombies, bevor die uns da jetzt irgendwie Probleme machen. Gut, alles klar. Läuft schon mal gut. Ich brauche aber noch ein paar Magnetpilze, weil das wird nämlich gerade ein bisschen viel mit den armen Zombies. So, perfekt. Na gut, das Cornerpult habe ich jetzt leider opfern müssen. Jetzt setze ich es aber ein. Wo ist meine Maus überhaupt? Scheiße, wo ist meine Maus? Oh, da ist meine Maus. Geil. So. Okay. Sehr schön. So, die Verteidigung steht. Das ist nice. Jetzt können wir uns mal ins Angemachte machen. Wir haben noch eine große Welle noch vor uns. Setzen wir da noch eine hin. Oh, da oben wird es jetzt knapp. Da wird es jetzt richtig knapp. Klammerschellen hier verteilt. Direkt. So, wir brauchen nur noch drei Magnetpilze. Das reicht eigentlich im Moment. Oh, nein, 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 nein! Oh, ich habe eben schon gedacht, da oben der Rebel-Zombie, der holt jetzt mal Scheu weg. Hui. Sehr schön. Alle, die haben keine Chance. Die werden hier vorweg geholzt, ey. Geil. So. Sehr schön. Ich nicht drüber trösten, dass wir so Arcade-Zombies haben, ey. Ich finde es einfach genial. Finde ich schon nice. Geil, einfach nur. Da kommt nochmal die Reihe jetzt voll, da sieht es wenigstens ein bisschen schön aus auf dem Feld, sortiert. Obwohl das manchmal total schwachsinnig ist, aber ich weiß es, aber ich mach's halt gerne. Es ist so, ist immer ein innerer Monk, der da irgendwie mault und sagt, da muss einer jetzt hin. So, damit haben wir die Tag 23 auch geschafft. Also wir kommen ziemlich gut voran jetzt. Ich bin jetzt immer gespannt, wann das nächste Level jetzt kommt, warum wir richtig Probleme werden kriegen. Fand ich jetzt gar nicht bis jetzt so schwer. Also, ich fand die ersten Level jetzt definitiv von der Neon-Mixtape-Tour jetzt schwerer wie jetzt. Aber gut, ihr habt mich ja schon vorgewarnt. Es wird noch richtig ekelhaft werden. Ich lasse mich überraschen. So, nächstes Level nach der kurzen Unterbrechung. So, das war auch wieder mal die Werbung. Lass dir dein Geld vom, hol dir dein Geld vom Staat zurück. Ja, von wegen, Alter. Als ob ich du mehr am Ende investieren, nur damit ich da nur mit diesem Money habe, damit die es wieder verpulvern können, ey. So, plan deine Verteidigung und besiege die Zombies. Ja, genau, wie viele Zombies wollt ihr haben? Ja, geil einfach nur. Okay, wir haben die geballte Macht der Neon Mixtape Tour gerade vor uns. Wow, und auch nur wieder 2000 Sonnen. Ja, das ist böse. Ich versuche mal dieselbe Strategie, wie wir sie vorher gefahren haben. Wir nehmen jetzt mal die Wintermelone mit. Das hat man eben schon mal. Den Stinkpilz.
Dann den Eigentümian. Wo ist denn der überhaupt? Den muss ich unbedingt vorne ransetzen. Eigentümian ist geil. So. Ein Herzchen für das Thymianchen. Oder was weiß ich was. So. Den Sporenpilz nehmen wir mit. Kostet 250, aber das ist wenigstens eine gute Investition. Und, Magnetpilz auf alle Fälle, weil wir haben wirklich ein Riesenproblem jetzt gleich. Und vor allen Dingen einmal Zombies, Panga-Zombies, alle, wir haben wirklich alles, ey. Und die fette Beete. Und was wir auch noch mitnehmen können, wirklich im absoluten Notfall, wenn es am Ende noch hinhaut, ist die Kirschbombe. Ich habe schon so eine Idee im Kopf, wie das gehen könnte. Wünsch mir Glück, Leute. So, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Den dahin. Wie beim letzten Mal. So, jetzt nur. Okay, das ist jetzt schon gar nicht so gut. Wir haben noch 500 übrig. Wir haben noch 500 übrig, Leute. Machen wir das so. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal dabei, weil, wenn der Sporenpilz jetzt richtig funktioniert, haben wir noch viel mehr Eigentümian. Ich finde es so geil, wenn die Klasse reinholzen, Alter, die Wintermelonen. Ah, jawohl, das ist schon mal der Erste. Sehr schön. Nur diese Arcade-Zombies, die machen mir gerade ein bisschen zu schaffen, die machen mir richtig Sorgen. Wir können jetzt auch nicht mehr wie zuschauen. So, Zombie Nummer 1 fliegt über das Feld. So Anmeldung gerade zum Stück nachgeil. Und da kommt der Arcade-Zombie, ey. Okay, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Oh, Alter. Wir haben auch wieder drei Wellen, das ist natürlich nicht so schön. Ja, komm, die müsst ihr wenigstens packen. Nein, 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 nein. Ah, sehr schön geköpft. Sehr nice. Ja, das wird ein bisschen knackig jetzt. Also ich glaube nicht, dass ich mich überschätzt habe gerade, aber es ist, ja, sehr schön. Ich glaube, der Eigentümer haben wir jetzt nicht gerade verkehrt. Aber wir warten jetzt erstmal noch ab. Lass mich erstmal überraschen jetzt. So. Ja, okay, den hat er jetzt weggehauen. Verdammt. Sieht aber gut aus, Leute. Sieht noch gut aus im Moment. Ich glaube, wir helfen mal ein bisschen nach. Oh, oh. Big Daddy ist am Start. Na, geil. So. Hehe, sehr schön. So, wenn sie die Alte jetzt noch Köpfen da finden. Okay, das bringt nichts. Bevor der mir noch alles hier kaputt macht. Verdammt. Dann holen sie mir auch gleich mal hier rein. Wie ein Berserker. Und Feuer. Zack. So, und einmal noch hier. Sehr schön. Und nochmal das ganze Spiel, was der Spaß macht. Frisst Wintermelone, Baby! Yeah! So. Mit dem Gargadur dürfte die Wintermelone eigentlich fertig werden. Sollte zumindest. Sollte. Ich kann nämlich auch den Eigentümer ja gerade nicht einsetzen. Das ist nämlich gar nicht so, gar nicht so gut im Moment. Ja, komm, mach ein Blatt. Ja, komm, mach ein Blatt. Okay, die... Sorry, Leute, die durfte eben nicht fallen. Das muss ich jetzt... Nein! Ah, verdammt, ey. Okay, da konnte ich jetzt eben wirklich nichts mehr machen. Der war schneller wie die Wintermelone. Ich spreche gerade ab.
Ey, der macht wirklich die ganze Reihe platt, der Drecksack. Das ist unfassbar. So, den lassen wir durchrennen. Egal, wie wir es jetzt machen, Leute, wir haben das Ding geschaukelt zum Glück. Aber trotzdem, das ist jetzt schon... Das war megamäßig eben. Das war voll abgesagt, Baby. Der da unten kann er ruhig weiter durchrennen, weil der findet sowieso. Aber, wobei dieser Rock ist auch geil, wo der einfach läuft in der Garatur da rumrennt. Sau geil. Ah, Mann. So, geschafft. Zwar mit Ach und Krach hätte jetzt die Wintermelone nicht geknallt, dann wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Wobei, das weiß man nicht. Aber der Sporenpilz, ey, der hat ganz schön Arbeit gelastet eben. So. Ist halt nur dumm. Das ist der Nachteil an dem Ding, habe ich halt eben festgestellt. Wenn er sie ganz vorne platt macht, ist ja schön, aber vorne bringt die nicht viel. So. Boah, das war... Aber wir haben's. So, meine lieben Freunde. Ein Level sollten wir noch schaffen. Ich glaube... Ein Level sollten wir noch schaffen. Ich denke mal, das wird schon funktionieren. So, aber erst nach der kurzen Werbung. So. Okay. Ich habe nie verstanden, also Leute, das ist mir gerade eben eingefallen, ich habe nichts gegen Leute, die Irokesen haben, aber ich habe nicht verstanden, was der Trend dahinter sein soll. Also, das ist mir nämlich gerade immer so spontan eingefallen, wie ich eben diesen kleinen Kampfzwogel hier gesehen habe. Ich habe den Sinn dahinter nie verstanden. Ich meine, ich sehe mit Haare schon scheiße aus und ich sehe ohne Haare schon scheiße aus. Aber dann noch so eine Frisur. Jedem das seine, aber naja, muss jeder selbst entscheiden für sich. So, Sonnenblume. Gottes Willen, ich tue niemanden verurteilen dafür, aber ja. Gut. Das Eigentümian brauchen wir auf alle Fälle. Jetzt, wir nutzen den hier und den hier. Also Gott persönlich und das Cornerpult. Einmal Zombie, Punk Zombie, brauchen den Magnetpilz auf alle Fälle wieder. Wir nehmen mal die fette Beete mit rein. Und was wir noch nehmen könnten, wäre... Was haben wir denn noch zur Auswahl? Den Lausellerie, den brauchen wir nicht unbedingt. Knoblauch. Wäre der eine Alternative? Ja, aber im ersten Teil fand ich schon gar nicht so gut, wenn wir da nicht irgendwie richtig versucht haben, strategisch zu spielen mit dem. Obwohl, doch. Wir nehmen den Knoblauch mit, Leute. Wir nehmen jetzt einfach mal fucking mal den Knoblauch mit. Ich hab Bock drauf! okay. So, perfekto. Sonne, gib mir Sonne, Sonnenblumen, Sonne, jawoll. Sowas finde ich gut. Klar, startet die Mucke. Ja. Auch schon wieder die Disco-Kugel da immer runtergefahren kommt. okay, gut. Ein Pylon-Zombie für den Start ist natürlich nicht so toll. Naja. Auch geil, wie er die Brille auf der Pylone hat. Das wäre voll der übelste Kinderschecker, ey. Bestimmt 100 pro der Schecker vom Spielplatz, vom Kinderspielplatz, aber mehr auch nicht. geil. So. Ja, wäre ganz gut, wenn du eine große Butter jetzt verschmeißt. Jawoll! So, da gibt's gleich mal... Wie gehen wir jetzt dagegen vor? Ich habe schon eine gute Idee jetzt. So. Boah, direkt die Gnomen hinten dran. Geil. So, der ist gleich down. Ich hätte gerne die fetten Beten. Die können den Pack schon ein bisschen unterstützen. Du noch dahin. Ah, sehr schön. Sowas finde ich doch gut. So. Okay. Da noch eine fette Beete jetzt. Perfekt. Ich will das nämlich so machen, dass wir hier fette Beeten haben, dass die da alle drüber rumrennen. Sehr schlecht gerade mit denen. Die machen mir dann schön Strich durch die Rechnung. Fuck. Nicht gut, was da gerade abgeht. Nicht gut, was da gerade abgeht. Sehr schlecht sogar. Ja. Alle diese MC-Robber, die Rocker, diesen, Robber, ich bin auch schon bescheuert. Deutsch wieder auf Meisterklassenniveau heute. Alter!
Jawohl, den hat er schon mal geköpft, das ist nice. Ey, die machen die wirklich eine ganze Armada kaputt, wenn man dann 8 gibt. Ja, das ist nicht gut, ey. Das ist gerade wirklich ein Riesenproblem. Da komm ich jetzt damit durch. Oh, fuck, Alter. Jetzt kommen die Akaze-Zombies, ey. Ich brech gerade ab. Okay, okay, okay. Ich denke mal, die Idee war gut mit der Strategie, aber hat man wenigstens den Zweck verfehlt gerade. So. Sehr schön. Dann machen wir es auf die altbekannte Weise. Jetzt gibt's erstmal Hauhof, die gute alte Bud Spencer Art. Ah, fuck. Ja? Alter, jetzt geht voll der Punk ab, ey. Oh, shit, ey. Das gibt's nicht. Ich habe nur noch eine Hoffnung jetzt. Ah, das geht ja überhaupt nicht, gell? Oh nein. Das haben wir verloren, Leute. Das haben wir eiskalt in Sand gesetzt gerade. Obwohl noch nicht ganz. Schön. Nein, jetzt durchgerannt! Oh! Oh, Alter! Wir sind von allen Pisenfetischisten gefressen worden. Okay, das war jetzt aber dumm. Also ich habe jetzt gedacht, mit dem Eigentümer, dass der jetzt noch nach hinten geht. Okay, der war dann wohl zu weit hinter der Linie, dass er nicht erfasst worden ist. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, alles klar. Ich gehe von aus, jetzt wird eh noch... Ich wollte eben sagen, ich gehe von aus, dass jetzt noch eine Werbung kommt. Da war sie schon da. Das ist natürlich wieder 1A. Okay, Leute. Das war wahrscheinlich der richtige Weg, nur die falsche Strategie, die ich gefahren habe. Also... Ich muss mal lernen, nicht einfach so hektisch, weil ich bin ja eine, ihr habt das ja schon gewusst, gelernt jetzt, drauf und feuer frei, mal gucken, was da rauskommt, ist nicht immer so optimal. Schlimmer ist es, wenn ich strategisch spiele und ich weiß, dass es funktioniert, ich krieg's einfach nicht gebacken. Kann auch vorkommen. Okay, wir haben aber gut eigentlich was geleistet, wir haben nicht mehr viel, wir haben nur noch 6 oder 7 Welten, 7 Welten haben wir noch bis zum nächsten Edgar-Kampf und ich denke mal, in der nächsten Runde werden wir noch 1-2 Welten rocken oder 2-3 und dann werden wir hoffentlich doch ins Finale kommen in den nächsten 2-3 Parts. Und dann habe ich im Prinzip mein Versprechen erfüllt, ich habe keinen Monat dafür gebraucht. Hehehehe. Wie schmeckt euch das? Na gut, noch ist es nicht vorbei. Das hat nichts zu heißen, ne? Also, Gottes Willen, ist ja kein Wettbewerb, aber ich finde es halt, ihr dürft alles machen, ihr dürft mich nur nicht anstochen, Leute, weil da kriege ich so einen Hals, ey. Nicht im Negativen, sondern im Positiven, weil da denke ich mir, okay, Freunde, ihr wollt so, jetzt zeige ich euch, wie es geht, Alter. Meistens mit einem negativen Nachteil, weil ich krieg dann immer böses Maul, weil ich dann einfach nicht mehr rationell denke, sondern voll reinfleischen will. Gut, damit würde ich sagen, der Part ist jetzt zu Ende. Ich bin euer Kenia Supreme. Denkt dran, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat oder einen Daumen nach oben. Und schaut doch gerne mal vom Kanal vorbei, falls ihr mehr sehen möchtet. Es gibt noch andere Projekte, die könnt ihr gerne mal alle mal durchforsten. Also zum Beispiel South Park oder so oder Dings. Also ich habe schon einiges gemacht jetzt. Nicht viel, aber es ist einiges. Also ja, passt. Oben kommt jetzt im letzten Part, wo wir uns gegen die Breakdance-Zombie behauptet haben. Rechts kommt jetzt ein neuer Part, sobald er online ist. In der Mitte könnt ihr abonnieren und auf meinem Kanal vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, let's rock, Baby, let's fetzen in der nächsten Runde. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao. Ciao.